Willkommen zu diesem neuen Video und zwar, die Serie geht weiter, Leute. Wir werden einfach zum schlecht bewertesten Google Skatepark in meiner Nähe gehen. Ich habe ja wirklich schon sehr oft hier so Videos gedreht, schlecht bewertester Google Skatepark. Und viele von euch haben gesagt, ey, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht nicht darum, dass sie schlecht sind, sondern einfach, dass es auf Google der schlecht bewerteste ist. Also könnt ihr auch gerne mal die anderen Videos abschauen, denn die Serie geht einfach weiter. Ich stehe jetzt gerade vorm Skatepark, der echt schlecht ist. Vor allem komisch ist. Also schlecht weiß ich noch nicht, das werden wir gleich rausfinden, aber komisch. Und zwar kommt man hier rein und man hat einfach erstmal eine riesen Fläche, das ist ganz nice. Aber wenn man das mal überlegt, ne? Man hat hier einfach zwei Quarters, die absolut gar keinen Sinn machen. Also ich meine, die machen wirklich 0,0 Sinn. Eigentlich dachte ich, das soll so als Transfer gedacht sein. Und ich glaube, die Eigentümer, die das hier irgendwie gebaut haben, dachten das wahrscheinlich auch. Ja, also das sind bestimmt so die 3-4 Meter, die halt da Abstand sind. Wer da einen Transfer rüber macht, Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Weil halt das Cooping auch einfach so, ja, so raussticht. Das sieht man ja total. Und zwar bin ich heute nicht alleine. Burns ist heute auch noch am Start. Beziehungsweise Björn. Ey, was geht, Bro? Alles klar? Nein, Digga, du bist ja schon relativ oft hier im Skatepark gewesen, ne? Ja, safe. So. Also du bist nicht mein Local, aber so in der Nähe. Ja, genau. Und zwar, wir werden heute Clips hier machen. Genau, safe. Du bist am Start, ich bin am Start. Und du musst ein bisschen mehr Tricks machen als ich. Weil Leute, ihr wisst ja, dass ich übrigens noch was im Rücken habe. Ich versuche mein Bestes hier zu filmen, aber es ist aber wirklich nicht geil zu fahren. Und ihr seht wahrscheinlich schon im Hintergrund hier, ist einfach noch eine sehr wilde Quarter. Also die ist wirklich nice, oder? Die ist nice, ne? Die ist ganz geil, safe. Die ist safe nice. Also schön steil. Landet immer so ein bisschen zu krass im Flat. Ja, das glaube ich. Wir kommen auf jeden Fall hoch. Alter, was ist denn hier passiert? Wofür ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Digga, ist das für irgendwie Regen oder so? Oder? Was ist denn hier nicht komplett hängen bleibt? Digga, da bleibt man ja komplett hängen. Also wie gesagt, wir werden einfach mal den Skatepark komplett shredden. Die zwei Quarters da hinten habt ihr schon gesehen. Die große Quarter im Hintergrund habt ihr auch schon gesehen. Und das hier sieht eigentlich ganz wild aus. Also wenn man mal überlegt, ne? Man hat hier einfach ein richtig langes, ja, eine lange Ledge, sage ich mal. Und dann hat man hier nochmal, Alter. Hier fällt mir auf, wir haben hier ein rundes Cooping. Also kann man auf beiden Seiten nice grinden und man hat ein bisschen Flexibilität. Also vom Ding her ist es nicht schlecht. Und hier mein Lieblingsrail. Ja, also wer das hier grinden soll, Justin Carter höchstpersönlich wahrscheinlich, aber nicht ich. Wir werden trotzdem versuchen, hier so viel wie möglich zu filmen. Denn ich glaube, das ist ganz nice. Hier ist aus irgendeinem Grund noch eine fette Dirt-Strecke. Ja, die sieht jetzt irgendwie nicht so nice aus. Also darüber möchte ich nicht springen, also ungern. Aber wir werden jetzt einfach mal anfangen. Ich versuche euch mal ein paar Clips zu zeigen. Denn ich denke mal, die meisten von euch haben übelst Bock drauf, die Clips hier zu sehen. Und Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo dort, liked das Video, kommentiert, wie ihr den Skatepark von 1 bis 10 findet. Wir schreien jetzt einfach mal in den Skatepark. Ich guck mal, was ich jetzt als erstes machen werde. Also seht ihr jetzt erstmal den ersten Clip. Wir sind jetzt hier an der Ledge. Ich dachte, ich suche mir einfach mal die Ledge hier aus. Und zwar will ich hier einfach mal einen Oppo Feeble, also einen Frontside Feeble Grind machen. Und dann hier auf dieses Plateau hinten einen 180 zu Fakie Half Cap raus. Also ich weiß auch nicht genau. Ihr werdet es jetzt sehen. Ich versuche den mal. Vielleicht wird der First Try. Nice, first try. Alter, nice. Also das Ding, das macht schon richtig Spaß. Da kann man richtig geile Sachen machen. Sehr wild, okay. Was kann man denn noch machen? Also ich will mich ein bisschen ans Rail hinten auch noch rantasten. Ich glaube, darauf habe ich richtig Bock, das ganz durchzugrinden. Aber Björn, ich würde sagen, du machst erstmal nächsten Trick. Ich bin mal gespannt, was du jetzt vorhast. Also du hast deinen Trick ausgewählt, ja? Ja, Trick noch nicht, aber auf jeden Fall die Rampe. Und zwar, Björn hat sich jetzt die Rampe ausgesucht. Ich habe richtig verstanden, du willst Flyout springen, ja? Okay, also das Ding Flyout zu nehmen ins Flatballern, weiß ich ja auch nicht. Aber ich denke mal, das wird klappen. Also, hast du schon eine Idee, was du machen möchtest als Trick? Ich will irgendwas 360-mäßiges machen. 360, ich habe ja keinen Helm, es ist ganz schön warm, deswegen. Ja, nehmt euch kein Beispiel an, die Björn, genau. Helmtragen ist cool. Ja, wollte gerade sagen. 360 Whip, vielleicht was 360, guck mal. Oh, also jetzt wirklich komplett da oben raus? Ja. Okay, also versuch mal gerne. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Aber bricht dir nichts, ja? Ja, ja, mal gucken. Digga, du bist doch verrückt. Jetzt mal ehrlich, wie eklig ist das denn bitte, da raus einen 360 Whip zu machen? Ich finde, das geht eigentlich echt klar. Digga, das ist doch nicht. Du hast gar keine Transition. Du landest einfach nur wirklich flat as f. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Ja. Digga, wie kann man? Okay, ja. Willst du noch was machen? Was willst du machen? Überrasch mich einfach. Ich hasse Flat und vor allem jetzt auf Asphalt, weiß ich ja nicht. Alter, ey. Digga, hä? Wieso? Wieso machst du dann 360 Barbar raus? Ja, hätte ich aber auch nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich, naja, gut. Okay, ja, wollte gerade sagen. Machen, aber du wolltest es machen, es klappt. Aber es hat geklappt, sehr nice. Ich habe eine Idee und zwar, du musst mich mal gleich filmen. Ja. Ich habe nämlich eine Idee, ich will unbedingt dieses Rail, was wir da hinten haben, versuchen zu grinden. Also ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Wir versuchen es deswegen einfach mal. Versuch einfach mal es komplett durchzugrinden, aber mit der Kurve ist es echt eklig. Weil ihr könnt ja einfach erkennen, dass es hier absolut einmal rumgeht. Also es ist komplett ein U eigentlich. Ich versuche es trotzdem mal, also nehme ich jetzt meinen Roller und dann tryen wir es einfach mal. Okay, jo. Ich versuche mal von hier. Okay. Ja, ging eigentlich klar, wenn ihr das versucht. Potenzial ist auf jeden Fall am Start. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffen werde, aber ich versuche trotzdem mein Bestes hier durchzugrinden. Wir tryen einfach nochmal. Komm, nächster Versuch. Und wenn, sind alle guten Dinge drei. Nein!
hin. Digga, das sind bis jetzt richtig gute Tries. Ich bin überrascht von mir selbst. Bin gar nicht gut im Grinden, das wisst ihr. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich einen Truck Street gefahren bin, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie schlecht ich im Street fahren bin. Aber das schaffe ich jetzt, alle guten Dinge sind drei. Ist zwar kein Holz, aber es passt. Nice, ich mach sogar von 80 noch raus. Was? Echt? Alter! Also, ich muss das gar nicht ernst nehmen. Sag doch, der Park hier. Digga, der hat Potenzial. Also, ich werde hier richtig zur Street-Legende. Ach du Kacke, Leute. Guckt euch einfach mal an, wie lang diese Rail ist. Wenn man das mal überlegt, ne? Ich gehe mal hier mit Schritten lang. Die ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter lang und ich bin die komplett einmal gegrindet. Björn, willst du dich eigentlich mal so ja, dran probieren an das Rail vielleicht? Oh, ich weiß nicht. Du bist ja. Ich probiere mal den Rest, aber ich grind nie Rails so. Also allgemein grinden nicht, aber. Ja, kannst ja mal versuchen. Versuch mal, okay, gut. Jetzt versucht er einfach mal einen Grind. Leute, ich bin wirklich sehr schlecht, aber Björn, du grindst, glaube ich, noch weniger als ich, oder? Noch weniger, ja. Mal gucken. Also, ich bin gespannt. Versuch ihn einfach mal. Das war aber schon ein gutes Stück. Also das Gute ist halt, das, ja, wollte gerade sagen, das ist wenigstens schon mal die Hälfte. Aber Leute, ihr seht ja, dieses Rail ist auch nicht hoch, also krass ist es eigentlich ja nicht. Aber für mich ist es sehr krass, deswegen bin ich gerade ein bisschen erleichtert, dass ich ihn geschafft habe. Weiter Try, wenn nicht, sind auch alle guten Dinge drei. Ja, ey, das geht wieder auf die gleiche Runde wie bei mir. Alle guten Dinge sind drei. Es wird immer besser, den schaffst du jetzt. Digga, du bist jetzt auch langsam Street, ne? Safe, Mann. Vor allem so einen hohen Lenkerkopf und so ein breites Deck. Vor allem sehr nice erstmal. Wir haben gerade einfach einen Clip für ihn gefilmt, wie er einfach 360 Whip Bar Flat schafft auf dem zweiten Versuch oder so. Ja, Digga, du bist doch verrückt. Safe. Also, wenn ich. Ich mal meinen neuen Insta-Channel abchecken. Ah, okay, okay. Also, check den gerne ab. Aber wir müssen hier trotzdem weiterfahren, weil der Park hat Potenzial. Ich würde sagen, die Quarter. Wollen wir uns mal die Quarter angucken? Ja, safe. Wir gehen jetzt einfach mal zur Quarter und gucken uns die an. Also, wie gesagt, ich kann jetzt keine krassen Tricks machen, leider. Aber ich denke mal, Björn, du kannst das schon, oder? Du kriegst. Krieg ich hin. Ja, du kriegst das hin, so ein paar Sachen auf jeden Fall. Deswegen würde ich einfach sagen, dass ich jetzt einfach ein paar Tricks call. Okay, und zwar möchte ich weiß ja, du hast ja leider keinen Helm auf, ja. Aber das wird uns jetzt nicht hindern. Denn ich will, wenn du darauf Bock hast, die Quarter ist ja relativ hoch und steil, vielleicht ein Immo-Bride sehen. Geht das klar? Hin, denke ich, ja. Kriegst du, okay. Sag noch einen zweiten Trick, dann pull ich. Ah, als Line? Okay, ja, genau. Gut. Dann möchte ich als zweiten Trick einen chilligen Triple Whip sehen. Okay, auf chillig? Ja, okay, gut. Mal gucken, ob ihr den First Try schafft. Aber wenn ihr ihn schafft, müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Ich gehe mal nach oben. Okay. Und jetzt heißt es in ungeschnitten, dass er ihn jetzt in 360, was in 360, in Triple Whip einfach schafft. Deswegen, er hat jetzt einfach noch Zeit, den zu surfen. Digga, also, nee, das waren vier, oder? Nein, das müssen wir nochmal, eine Wiederholung machen. Das waren vier, oder? Das waren vier, oder? Das waren vier, ja. Das ist nicht normal. Also, jetzt ist er ein bisschen risky geworden, aber das finde ich genau richtig. Digga, Quad Whip First Try. Ja, safe, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Alter, ich glaube, da müssen wir mal eine gute Google-Rezension lassen. Ja. Damit er nicht mehr der schlechte. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich bei Google der schlecht bewertete Skatepark. Aber der ist eigentlich ganz gut. Also, wie viele Sterne würdest du dem geben von fünf? Dreieinhalb vielleicht. Dreieinhalb? Das ist halt wenig Rampen so, ne? Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, man muss dazu echt sagen, zur Verteidigung, man kann hier echt viel machen und vor allem auch Sachen machen, die man sonst nie macht. Man hat hier alles dazu. Wenn man halt gut in Street ist, kann man hier ein bisschen Flyout versuchen, hier an den Quarters. Oder halt natürlich auch hier. Das kann man, glaube ich, auch machen, indem man hier oben rausspringt und dann auf Rasen, auf Flyout oder halt auf diesen Asphalt. Schon ist auf jeden Fall nice. Da ich hier nicht viel machen kann und nur auf Street angewiesen bin und jetzt keine Quarters ballern kann, weil mein Rücken einfach beim Aufprall richtig wehtut, versuche ich hier an dieser Curb hier ein Oppo-Fiebel. Also ich fahre von hier an. Also ich fahre von hier an und mache den Oppo-Fiebel dann zum Hurricane. Versuche ich durchzugrinden und dann vielleicht läuft ein Half-Cap raus. Also ich weiß noch nicht genau was, aber versuche mein Bestes. Ich würde lieber das runde Rail nehmen, aber das wäre Oppo sehr schwer für mich, weil ich würde dann gegen diesen Kasten fahren. Deswegen versuche ich ihn einfach mal. Okay, okay. Also vielleicht kann ich hier nochmal Backup. Was soll ich denn da noch machen? Vielleicht irgendwie Bar-Fiebel vielleicht? Bar-Fiebel Hurricane 180 raus? Ja, probier. Ich probier mal. Oh. Nee. Gut, hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn schaffe. Mache ich jetzt einfach ein Oppo 4 für 60 Bar. Ich glaube, der ist auch nice. Oh nee, der Barspin fehlt noch. Aber den kriegen wir hin. Das ist auf jeden Fall genug für heute. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr ein Like da. Checkt gerne Björn ab, ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt gerne, wie ihr den Park findet. Haut rein, habt noch einen geilen Tag. Peace.